2 Grad sind mehr als du denkst. Die ORF-Initiative Mutter Erde. Steaks, Grillwürste, Hamburger, Käsekrainer. Die Grills sind in Vorarlberg in den letzten Tagen wohl auf Hochtouren gelaufen. Das schmeckt und macht Spaß, was viele dabei aber komplett ausblenden. Wer Fleisch isst, unterstützt den Klimawandel. Denn Fleischprodukte schaden unserem Klima mehr als der weltweite Auto- und Flugverkehr zusammen. Menschen sagen oft, Fleisch essen ist das Natürlichste der Welt, aber man muss sich überlegen, seit ca. 50 Jahren erst ist es so, dass wir unsere eigenen Futtermittel an die Tiere verfüttern. Früher war das anders, die Rinder waren auf der Weide, die Schweine und die Hühner haben die Abfälle aus der Küche bekommen und so weiter. Mittlerweile ist es komplett anders. Wir füttern unsere eigenen Lebensmittel an die Tiere, die machen aus 7 Kalorien, die wir da reinstecken in das System, 1 Kalorie Fleisch. Wir können uns das leisten, weil wir Kunstdünger erfunden haben vor knapp 100 Jahren. Mittlerweile stehen wir aber wieder an den Grenzen, weil wir eben nicht mehr wie vor 100 Jahren 1,5 oder 2 Milliarden Menschen sind, sondern 7,4 Milliarden Menschen. Dieses System stößt an die Grenzen, an die ökologischen Grenzen, auch Welternährungsgrenzen und natürlich für die Tiere auch eine katastrophale Sache. Wir machen landesweite Fahrradaktionen, wollen, dass mittelfristig ein paar Prozent Elektroautos auf den Straßen fahren. Bei uns in Vorarlberg tut man doch eh schon viel fürs Klima, nicht wahr? Alles gut und recht, doch Hauptverursacher des Klimawandels sind eindeutig Fleisch- und Milchprodukte, sagen Lebensmittelwissenschaftler wie Kurt Schmiedinger. Was wäre, wenn der Mensch seinen Fleischkonsum drastisch reduzieren würde? Das wäre natürlich eine große Entlastung für das Klima. Die UNO-Landwirtschaftsorganisation FAO hat berechnet, dass das mehr Effekt hätte, als würden wir auf den kompletten Auto- und Flugverkehr weltweit verzichten. Bis das Fleisch essfertig auf dem Teller landet, wird um ein Vielfaches mehr an Weide- und Futteranbaufläche verbraucht, als wenn der Mensch direkt pflanzliche Produkte verspeisen würde. Allein für die Nutztierhaltung verbraucht der Mensch 2 Drittel der landwirtschaftlichen Flächen. In der Nutztierhaltung produzieren wir sehr viel Methan in den Rindermägen, sehr viel Lachgas in Ausbringung von Gülle beispielsweise und Kohlendioxid bei der Verbrennung von Regenwäldern, um Futtermittel, Anbauflächen zu gewinnen oder Weideland zu gewinnen. Das ist mal die eine Sache. Und die zweite Sache, wir brauchen sehr viel Flächen. Viel mehr Flächen, als wenn wir pflanzliche Produkte produzieren. Und diese Flächen, wenn wir die nicht brauchen würden, weil wir pflanzliche Produkte stattdessen essen würden, dann würde auf diesen frei werdenden Flächen könnten wir also Wälder neu wachsen lassen oder Bäume würden eben wachsen und würden sehr viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurückbinden. Und das wäre wie ein Schwamm, mehr oder weniger, ein entlastender Effekt fürs Klima. Für Lebensmittelwissenschaftler ist daher klar, die weitaus effektivste Klimaschutzmaßnahme wäre eine Ernährungsumstellung, sprich auf tierische Produkte weitgehend zu verzichten. Muss man vielleicht noch nicht heute Abend damit anfangen.